Patrouillenflug der Bundeswehr durch den Norden Afghanistans. Für die 21-jährige Soldatin Berit ist es der erste Auslandseinsatz. Frauen wie Berit werden gesucht. Denn die skandalgebeutelte Bundeswehr braucht dringend Nachwuchs. Junge Soldatinnen und Soldaten, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass andere Mädchen mit 21 andere Wünsche haben und Träume. Aber das ist meiner hier. Dafür bin ich Soldat geworden, um mindestens einmal in den Auslandseinsatz zu gehen. Ich habe jetzt keine Angst oder so. Wenn man Angst hat, dann ist das, glaube ich, auch nicht das Richtige. Dann sollte man das vielleicht lieber nicht machen. Ja, wie soll ich sagen? Das ist das, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber das Berufsrisiko, sag ich einfach mal. Wir wissen ja, in welchem Land wir hier sind und dass das passieren kann, damit muss sich auch jeder befassen und auseinandersetzen. Der Truppenübungsplatz Bergen in Norddeutschland Anfang des Jahres. Die Kompanie von Feldwebel Berit B. bereitet sich auf ihren Einsatz in Afghanistan vor. Über Monate haben wir Berit und andere junge Soldaten mit der Kamera begleitet. Infanteriedrill 1, bam, bam, bam. Infanteriedrill 2, Feuer aufnehmen, Waffe sichern. Die Bundeswehr wurde von einer Reihe von Skandalen erschüttert. Geschichten von entwürdigenden Aufnahmeritualen, sexuellen Übergriffen und rechtsextremen Vorfällen. Seitdem stellt sich die Frage, was läuft schief in Deutschlands Berufsarmee? Sind das alles nur Einzelfälle oder hat die Truppe ein grundlegendes Problem mit der inneren Führung? Versuch, die letale Zone zu treffen. Drill 1, hepp! Berit ist seit 4 Jahren bei der Bundeswehr. Die 21-Jährige hat sich für 8 Jahre verpflichtet bei den Feldjägern, der Militärpolizei der Bundeswehr. Im Groben sind alle im letalen Bereich, auf die Entfernung ist das top. Die ein, zwei Ausreißer werden wahrscheinlich bei den ungewöhnlichen Anschlägen sein, die tief rechts, tief links, die halt sehr ungewöhnlich sind. Genau. Aber im Groben kann sie jetzt gut aus. Sehr gut gemacht. Das Ziel ist es, die letale Zone zu treffen, also eigentlich hier, wo der Streukreuz sich hauptsächlich befindet. Das heißt eigentlich tödliche Schüsse dann, wenn es so wäre, oder? Wenn Sie das so sehen wollen, dann ja. Ja? Ja. Denken Sie dann schon manchmal auch daran, dass das jetzt im Einsatz auch wirklich mal so sein könnte, dass Sie auf Menschen schießen, wenn sie angegriffen werden? Also jetzt hauptsächlich daran denken werde ich, tue ich nicht, aber im Hinterkopf hat man das natürlich schon irgendwo, ja. Töten üben für den Ernstfall. In den letzten Jahren haben die Belastungen der Truppe deutlich zugenommen. 15 Auslandseinsätze bestreitet die Bundeswehr zurzeit. Von Afghanistan bis zur Westsahara sind dafür mehr als 3.200 Soldaten im Einsatz. Teils gefährliche Missionen, in denen die Männer und Frauen immer wieder ihr Leben aufs Spiel setzen. Es geht ja in wenigen Wochen los. Jetzt beginnt so langsam, dass man aufgeregt wird. Man merkt, dass es immer näher kommt. Und alle meine Familienmitglieder sagen, solange ich keine Angst habe, und das sagen die mir auch immer direkt, solange es für mich in Ordnung ist, dass ich da hingehe, stehen die auch hinter mir und versuchen das so weitestgehend zu unterdrücken und ja. Die Angst unterdrücken. So geht es vielen Eltern kurz vorm Auslandseinsatz. Berit hat sich schon mit 16 Jahren bei der Bundeswehr beworben. Begeistert von Werbeveranstaltungen der Armee an ihrer Schule. Ich wollte schon immer einen Beruf haben, der nicht alltäglich ist, der mich jeden Tag aufs Neue herausfordert. Und man darf erst zur Bundeswehr, wenn man 17 ist. Also musste ich noch ein Jahr nach meinem Realschulabschluss überbrücken. Bin dann noch aufs Gymnasium gegangen, habe die 11. Klasse gemacht und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. 2 Wochen nach meinem 17. Geburtstag. Diese jungen Männer wollen alle Soldaten werden. 2 Dutzend Bewerber sind im Münchner Karrierecenter eingetroffen, um sich einer 2-tägigen Prüfung zu unterziehen. Sind sie körperlich und mental für den Dienst an der Waffe geeignet? Und stehen sie auch zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Einer der jungen Bewerber, Dylan aus Neu-Ulm.
Glauben Sie, dass Sie genommen werden mit Ihren Fähigkeiten? Ja, schwierig, weil ich jung bin. Ziemlich jung. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt noch 16. Sie sind 16? Jetzt noch, ja. Und also für mich war ich, also ich muss sagen, bei mir ist die Bundeswehr sozusagen die erste Wahl. Drum, das war es schon immer, ich wollte schon immer zur Bundeswehr. Früher wollte ich noch Pilot werden, heute nur noch Luftfahrzeugmechaniker. Und ja, das ist, ich habe schon immer davon geträumt und jetzt versuche ich es in Erfüllung gehen zu lassen. Ich hoffe, Sie sind alle gut angereist. Hat irgendjemand Probleme bei der Anreise gehabt? Zimmer, Stuben alle bezogen? Betten bezogen? Alles funktioniert? Gut, das ist aber der erste. Einführungsvortrag durch Personalgewinnungsoffizier Dirk Klages. Er soll die neuen Bewerber positiv einstimmen. Schließlich sollen sich möglichst viele nach Ende der Prüfung verpflichten. Längst hat die Truppe die Anforderungen an den Nachwuchs heruntergeschraubt. Auch Schulabbrecher können sich nun bewerben. Wir prüfen die charakterliche Eignung. Wenn Sie Unteroffizier oder Feldwebel werden, wissen Sie selber, dann führen Sie Menschen. Sie sind verantwortlich für Menschen. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir Ihnen das auch zutrauen, dass Sie in Zukunft auch Menschen... Eine gigantische Herausforderung. Mindestens 20.000 Bewerber müssen die Personalgewinnungsoffiziere jedes Jahr rekrutieren. Die Bundeswehr soll massiv aufgestockt werden. Jahrelang war die Truppe kontinuierlich verkleinert worden. Wir haben immer runtergeschraubt, gekürzt, auch aus finanziellen Gründen natürlich gekürzt. Und jetzt sind wir in einer Lage, wo wir das erste Mal in der Geschichte der Bundeswehr wirklich mehr Personal brauchen. Insofern haben wir natürlich schon einen Mangel, weil wir einfach erstmal den neuen Bedarf decken müssen. Und das ist nicht so einfach. Demografie und so weiter, was alles eine Rolle spielt, das ist natürlich nicht so einfach, da die richtigen Leute, die geeigneten Leute auf den Dienstposten zu kriegen. Auf die Plätze, fertig, los. Kurze Zeit später im Keller des Karrierecenters. Dylan muss mit zwei anderen Bewerbern den sportlichen Eignungstest absolvieren. Die erste Prüfung, Sprinten auf Zeit. Viele junge Männer bewerben sich hier trotz mangelnder Fitness. Und durchlaufen. Der 16-jährige Dylan ist da eine positive Ausnahme. Jawohl, 42,06, auch bestanden. 42,06. Ich denke mal, so einfach ist es nicht, aber ich meine, das haben auch schon andere geschafft. Und warum nicht? Ich meine, der Unsportlichste bin ich nicht. Die nächste Aufgabe. Halten an der Klimmstange. Die Anforderungen sind niedrig. 5 Sekunden zum Bestehen. Doch Dylan will mehr. Ein bisschen schaust du noch. Auf geht's. 40. Halt dich oben. Wie viel brauche ich für zwei? 45. Haben wir geschafft. Auf geht's. Auf. So, 10 Sekunden für den Einser. Auf geht's. Nicht bisschen aufgeben. Beißen noch. Nicht aufgeben. Komm, das schaffst du. Weiß. Fertig. Ja. 71,03. Die letzte Sportprüfung. 3000 Meter Radeln. Die Bundeswehr macht inzwischen auch Abstriche bei den körperlichen Anforderungen. Schließlich braucht sie auch den einen oder anderen konditionsschwachen Nerd, der sich am Computer auskennt. Am Ende Erleichterung. Alle drei haben die Sportprüfung bestanden. Wille und das Durchhaltevermögen top. Super, genau weil das machen. Ja, macht nichts. Darf ruhig sein. Aber super gemacht, super durchgebissen. Top. Körperliche Fitness ist einfach zu messen. Doch wie lässt sich politische Gesinnung prüfen? Die Personaloffiziere der Bundeswehr hatten bislang keine Handhabe, um potenziell extremistische Bewerber mit Unterstützung des Verfassungsschutzes zu durchleuchten. Nur mit Hilfe von Prüfgesprächen konnten Rechts- und Linksextremisten, Islamisten und Waffennarren aussortiert werden. Ich brauche hier Leute mit klarem Verstand, die sehr sensibel den Umgang mit der Waffe beherrschen und wissen, wann sie die Waffe einzusetzen haben. Nämlich nur im absoluten Notfall, wenn ich selber mit Leib und Leben bedroht bin. Und ich brauche hier absolut keinen, der hierher kommt, weil er gerne mal die Waffe benutzen möchte. Die versuchen wir hier rauszufiltern und die sind meistens aber auch stolz drauf. Und sagen das dann, weil sie glauben, bei der Bundeswehr, die wollen mich ja, die brauchen mich ja und sind dann meistens sehr enttäuscht, weil die hier mit Ach und Krach durch die Prüfung fallen und definitiv nicht genommen werden. Zwei Stunden später.
Vor Dylan liegt der entscheidende Eignungstest. Das Prüfgespräch mit dem Psychologen. Mit welchen Fragen wird er konfrontiert werden? Besonders das Thema Umgang mit der scharfen Waffe macht ihn nervös. Es war zumindest früher so, dass es Fragen gab, wie zum Beispiel, wie man zum richtigen Schuss steht, also ob man das machen würde und mit Begründung und allem. Und es ist trotzdem extrem schwierige Fragen. Und ich finde auch, wenn man das jetzt selbst erlebt, denke ich mal, dass man da vielleicht doch noch auch anders reagiert. Und also es ist schon, ja, vor solchen Sachen habe ich Angst. Also 90 Minuten lang werden die Prüfer Dylan durchchecken. Nach der Eingangsfrage müssen wir den Raum verlassen, dürfen nicht zeigen, wie politische Gesinnung, charakterliche Eignung und Belastbarkeit eines 16-Jährigen erfragt werden. Herzlich willkommen, Sie sind jetzt im Prüfgespräch. Können Sie uns sagen, warum wollen Sie zur Bundeswehr? Aus Überzeugung. Können Sie es etwas näher erläutern? Also zum einen, dass ich schon immer zur Bundeswehr wollte. Ich habe die Bundeswehr kennengelernt vor allem durch meinen Vater, der ja Berufssoldat ist. Und ich habe da auch schon gemerkt, so die Kameradschaft zwischen meinem Vater und seinen Kameraden, das ist was, das gibt es einfach nur bei der Bundeswehr. Und ich möchte auch so eine Kameradschaft haben und das alles dieses mit Uniform. Und ich bin so gerne in die Kaserne mitgegangen und habe mir da alles angeguckt, habe mit jedem geredet. Und ich fand es toll, wenn mein Vater mich in Uniform von der Schule abgeholt hat. Und das war dann immer so, ja, das ist so, ja, das kommt so aus dem Herzen raus, muss man sagen. Eineinhalb Stunden später. Banges Warten auf das Ergebnis der Prüfer. Werden Sie ihn als Soldaten nehmen, obwohl er noch so jung ist? Herr Michalke, bitte nochmal. Ja. Dann kommen Sie mal rein, nehmen Sie bitte nochmal Platz. Herr Michalke, Kanter, Ihre Selbsteinschätzung. Was meinen Sie, wie es gelaufen ist, das Prüfgespräch? Zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob ich sozusagen psychologisch bestanden habe. Also, dann spanne ich Sie nicht länger auf die Folter. Ja. Ihrem Wunsch können wir entsprechen. Herzlichen Glückwunsch. Von unserer Seite sind Sie für die Laufbahn, die Sie anstreben, geeignet. Und jetzt warten wir noch die weiteren Module ab, die noch anstehen. Ja, und? Ja, unerwartet, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe gedacht, man sagt, ich bin zu jung. Habe ich gedacht, aber jetzt freue ich mich auf meine Grundausbildung, auf meine weiteren Fortbildungen und dann auf meine Ausbildung. Ist halt schon cool. Die massive Anwerbung von Minderjährigen bei der Bundeswehr ist der grünen Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger schon lange ein Dorn im Auge. Seit Jahren beobachtet sie, wie die Große Koalition von CDU, CSU und SPD dieses heikle Thema bei der Nachwuchsgewinnung ignoriert. Deutschland hat sich auch in der Kinderrechtskonvention verpflichtet, eigentlich den Dienst in den Streitkräften erst ab 18 Jahren zu erlauben. Und deshalb beobachte ich auch mit großer Sorge, dass immer mehr getan wird, eben auch Minderjährige anzuwerben und anzusprechen. Ich glaube, man sollte schon erwarten, dass jemand volljährig ist, wenn er sich für so einen schwierigen Dienst entscheidet. Man kann nicht einfach die Anforderungen senken oder einfach jeden und jede nehmen, weil es ist ein sehr schwieriger Dienst. Dafür braucht es die Menschen mit den richtigen Fähigkeiten. Die richtigen Fähigkeiten für den Dienst an der Waffe. Er glaubt, sie mitzubringen. Markus S., Rekrut bei der Grundausbildung der Gebirgsjäger im oberbayerischen Mittenwald. 3 Schuss, Einzelfeuer. Feuer! Ich habe mich mit dem Job auseinandergesetzt. Das gehört mir zum Berufsbild.
Die Auslandseinsätze gehören mit dazu, die Kriegsbereitschaft gehört dazu. Wenn ich dorthin geschickt werde, dann erledige ich meinen Job. Ist genauso, als wenn ich in irgendeiner Fabrik stehen würde. Wenn ich meine Hand unter die Presse halte, gehe ich auch jedes Mal die Gefahr ein, dass ich meine Hand verliere. Erst dann entsichere ich die Waffe. Erst wenn ich. Vor drei Wochen haben 140 Rekruten hier mit ihrer Grundausbildung begonnen. Darunter auch Markus, gelernter Werkzeugmacher. Das heißt, wir drehen die Waffe ein und versuchen, dass die Waffe dabei. Wie viele hat Markus sich als Zeitsoldat verpflichtet? Doch 20% der jungen Soldaten kündigen in der sechsmonatigen Probezeit. Ein Problem für die Truppe. Zu viele brechen ab. Markus S. will auf jeden Fall bleiben. Eines begeistert ihn besonders bei der Truppe. Die Kameradschaft. Es gibt nichts Schöneres, als abends zum Beispiel mit den Jungs auf der Stube zu sitzen, wenn man am Marschieren ist und einer nicht mehr kann. Sechs Leute nehmen den Mann, einer nimmt die Koppel, einer nimmt den Rucksack. Sowas findet man sonst nirgendwo. Kameradschaft. Das wird großgeschrieben bei den Gebirgsjägern in Mittenwald, einer Elitetruppe der Bundeswehr. Doch immer wieder wird dieses Kameradschaftsbild durch Missbrauchsskandale erschüttert. Ein Fall aus der jüngsten Skandalserie betrifft Soldaten im Schwesterbataillon, den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall. Ein Sexskandal bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall bringt die Bundeswehr in Verteidigungsnot. Bad Reichenhall. Die Bundeswehr und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln gegen die Gebirgsjäger in Bad Reichenhall. Dort soll ein Obergefreiter der Gebirgsjäger über Monate von Ausbildern und Mannschaftskameraden sexuell belästigt. Der Staatsanwalt ermittelt und hat 14 Soldaten im Visier. Das wirft Schatten auf die Bundeswehr, die in Werbekampagnen immer als modern, offen und kameradschaftlich beschrieben wird. Der 22. März, 7 Uhr in der Früh. Morgenappell bei der Ausbildungskompanie. Die Nachrichten über den Missbrauchsskandal sind in aller Munde. Der stellvertretende Kompaniechef macht das Thema, auch aufgrund unserer Dreharbeiten, sofort zur Chefsache. Guten Morgen, Kompanie! Guten Morgen, Herr Oberleutnant! Aus, Kompanie, guten Morgen. Gut, ja, zum Morgen, politische Bildung. Der erste wichtigste Punkt, heute Morgen frisch in den Nachrichten. Es ist in einem unserer Schwesterbataillone laut Medienberichten zu Vorwürfen gekommen, die an den Werbeauftragten herangetragen sind, dass Soldaten von Vorgesetzten und gleichgestellten Soldaten missbraucht worden seien. Dazu, wenn sie darauf angesprochen werden, ob sie persönlich damit Erfahrung haben, wie auch immer, richten sie nur das, was sie selber irgendwie erfahren haben, spekulieren sie nicht rum und verteilen sie keine falschen Anschuldigungen. Wir bekommen dazu ein Statement, in Anwesenheit von mehreren Presseoffizieren, die uns nicht von der Seite weichen. Meiner persönlichen Meinung nach hat so ein Verhalten überhaupt nichts in der Bundeswehr zu suchen, in keinster Weise. Ich kann da jetzt aber natürlich nur für mich hier sprechen. Ich weiß nicht, wie es an den Standorten tatsächlich abgelaufen ist. Und das ist auch egal, ob ich mal so gesagt Offizier bin oder nicht, das hat einfach hier in der Bundeswehr nichts zu suchen. Und sobald das irgendwie ans Licht kommt, wie auch immer, das muss ja nicht immer eine Vernehmung sein, das kann ja auch anders rauskommen, wird da sofort gegen gehandelt und da gibt es auch dann keine Toleranz, gar nichts. Fällig werden, wer ist dazu? In den Dienstschluss, wegtreten! Hurra! Und weg. Ganz so korrekt, wie sich der stellvertretende Kompaniechef präsentiert, waren die Gebirgsjäger in Mittenwald in der Vergangenheit nicht. Vor 7 Jahren mussten sich Neulinge einem bizarren Aufnahmeritual unterziehen. Sie wurden mit Alkohol abgefüllt, mussten rohe Schweineleber essen und sich nackt demütigen lassen. Rekrut Markus S. kann von harmloseren Ritualen berichten. Ich muss wirklich sagen, es ist der gesamte Zug. Wir passen prima zusammen, wir haben alle eine Schraube locker. Wir albern rum, so wie jeder von uns war bisher schon mindestens einmal ans Bett gefesselt. Und dann einfach Nase zu halten und gucken, was passiert, wenn er wach wird. Und einfach diese Albereien, das ist quasi wie auf einer Klassenfahrt. Nur manchmal gibt es ja wirklich Situationen, die sind für bestimmte Menschen entwürdigend oder diskriminierend. Und dagegen muss man dann ja auch was tun. Im allergrößten Notfall hätte man ja immer noch die Wahl, zum Zugführer zu gehen oder zum Oberleutnant. Aber das meiste klären wir wirklich zugintern. Eins, drei, eins.
Doch was ist, wenn eine Situation kippt und aus einem Spaß Nötigung oder gar offene Gewalt wird? Vieles melden die Soldaten eben nicht, auch aus falsch verstandener Kameradschaft. Keine neue Erkenntnis. Doch die Führungsebene scheint daraus lange keine Konsequenzen gezogen zu haben. Hinzu kommt, am Abend sind die jungen Soldaten meist sich selbst überlassen. Dienstaufsicht durch Vorgesetzte, meist Fehlanzeige. Doch die Skandalserie der letzten Monate hat die Führung der Bundeswehr aufgeschreckt. Generalleutnant Jörg Vollmer, Inspekteur des Heeres und damit höchster Offizier der Teilstreitkraft, will jetzt gegensteuern. Die Herausforderung ist, dort, wo wir ein Klima haben, wo man eben nicht schnell genug sich oder rechtzeitig entsprechend an Vorgesetzte oder an Vertrauenspersonen, Gleichstellungsbeauftragte, wir haben eine ganze Palette von Möglichkeiten, an die man sich wenden kann, wo wir das Gefühl haben, dass das nicht schnell genug passiert. Falsch verstandener Chorgeist ist genau das, was ich ausmerzen will. Ich will das nicht haben. Ich will das. Fass meinen Kumpel nicht an, überspitzt formuliert. Fass meinen Kameraden nicht an. Das ist das, was wichtig ist. Jeder muss auf den anderen aufpassen, auf jeder Ebene. Und die Zivilcourage ist gefragt. Nur mit Zivilcourage allein ist das Problem nicht zu lösen. Die Bundeswehr hat ein strukturelles Problem. Sie ist zur Pendlerarmee geworden. Die Offiziere verlassen jeden Abend die Kasernen und fahren nach Hause. Ein Umstand, den Hauptmann Florian Kling massiv beklagt. Er engagiert sich im Arbeitskreis Darmstädter Signal, ein kritisches Forum aktiver und ehemaliger Soldaten. Der Vorgesetzte geht um 16.30 Uhr, 17 Uhr, wenn sein Dienst zu Ende ist, nach Hause, geht zu seiner Familie und hat eigentlich nichts mehr zu tun mit seiner Tätigkeit, auch als Aufsichtsperson. Und dann kommt eigentlich dann die Wache hinzu in der Kaserne, die Dienstaufsicht, der Wachhabende. Und das alles wurde auch ausgelagert, outgesourced. Das machen inzwischen private Wachunternehmen. Keine einzige Kaserne in der Bundeswehr wird noch von Militär und von Soldaten bewacht, sondern nur von Zivilangestellten, die überhaupt nicht wissen, was erlaubt ist in der Bundeswehr und was nicht. Und dann entstehen solche Probleme. Aber dann lassen Sie uns mal eine vernünftige Lösung finden, dass sehr wohl wieder am Abend ein Offizier vom Wachdienst oder ein Unteroffizier vom Dienst oder der Kompaniefeldwebel seine Runde dreht. Nicht im Sinne von und dauerhafte Kontrolle, sondern einfach, da ist einer, da ist ein Ansprechpartner da und dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was passiert eigentlich am Abend in unseren Kasernen. Überlastete junge Soldaten. Falsch verstandene Kameradschaft und fehlende Dienstaufsicht durch Vorgesetzte. Das ist die Gemengelage, aus der es immer wieder zu Mobbing und Übergriffen kommt. Keine guten Voraussetzungen für jene Soldaten, die im Auslandseinsatz wirkliche Kameradschaft brauchen. Das NATO-Camp Marmal bei Mazar-e-Sharif in Nordafghanistan. Drei Wochen zuvor ist Feldwebel Berit B. mit ihrer Kompanie aus Hannover hierher verlegt worden. An diesem Tag steht ihr zum ersten Mal ein gefährlicher Einsatz bevor. Splitterschutzweste, scharfe Waffen und Funk. Alles muss mit. Berit, was steht jetzt an? Wir fliegen jetzt gleich nach Kunduz. Das ist mein erster Flug jetzt. Ja, ich bin aufgeregt, ich habe halt schon viel gehört, aber letztendlich, wie es wird, werden wir gleich sehen. Ja. Das Camp Marmal. Fast 1000 Bundeswehrsoldaten sind hier im Einsatz. Das größte Kontingent in der 3000 Mann starken Truppe unter NATO-Führung. Nach Beendigung des Kampfeinsatzes 2014 sollen die Soldaten nur noch beim Aufbau der afghanischen Armee mithelfen. Beraten statt kämpfen. Eine schwierige Mission, denn die Taliban kontrollieren immer größere Teile des Landes. Konzentration vor dem Start. Berit ist heute zum ersten Mal als sogenannter Sky Marshal eingeteilt. Sie ist für die Sicherheit im Hubschrauber zuständig. Um sie auf mögliche Krisensituationen vorzubereiten, hat ihr Gruppenführer eine kleine Übung während des Fluges eingeplant.
Die Sicherheitslage ist angespannt. Bei jedem Flug fliegt ein zweiter Hubschrauber hinterher, um die Besatzung im Notfall auflesen zu können. Deswegen fliegen sie tief und schnell. Was geschieht, wenn an Bord des Helikopters jemand ausrastet? Als Sky Marshal müsste Berit dann eingreifen. Zwei Soldaten beginnen einen Streit. So das kleine Übungsszenario. Nach einigem Hin und Her gelingt es Berit, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Üben unter gefährlichen Bedingungen, das ist nicht unbedenklich. Anfang des Jahres wurde einer ihrer Helikopter auf genau dieser Route beschossen. Die ganze Zeit muss ein Soldat am entsicherten Maschinengewehr knien. Jederzeit könnten Taliban angreifen. Warten auf den nächsten Einsatz. Berit und ihre Kameraden sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Ja, hier hat jeder so seine Spitznamen. Aber eigentlich reden wir uns ja nur mit Nicknames an. Ne? Wie heißt du? Ich heiße Bambi. Bambi? Weil ich die Jüngste bin hier. Spitznamen für alle. Was lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Nur wenige Soldaten wollen von uns gefilmt oder mit vollem Namen genannt werden. Denn immer wieder gibt es anonyme Drohanrufe bei den Familien zu Hause in Deutschland. Es ist vorgekommen, dass halt einfach generell angerufen wurde, mit einer Nummer, die dann definitiv auch dem Auslandseinsatz oder dem Einsatzland zuzuordnen war. Teilweise auch mit so Nachrichten wie, ihr Mann ist gefallen. Das ist halt einfach eine Gefährdung, insbesondere wenn die Telefonnummer bekannt ist, dann vielleicht der Name noch bekannt ist, dann kann man darüber natürlich auch rauskriegen, wo derjenige wohnt. Und wenn dann teilweise noch Bilder verschickt werden von den Kindern oder so, die halt irgendwo gerade im Bereich der sozialen Medien vielleicht aufgefangen wurden, das ist halt alles einfach eine unnötige Gefährdung. Der nächste Einsatz. Gemeinsam mit ihrem Gruppenführer soll Berit Patrouille fahren durch das NATO-Camp. Normalerweise ein ruhiger Routinejob. Doch an diesem Tag herrscht eine besondere Sicherheitslage. Denn Dutzende hochrangige Offiziere der afghanischen Armee haben ihren Besuch im Camp angekündigt. Ein Top-Anschlagsziel für islamistische Taliban. Auf diesem Platz soll eine feierliche Zeremonie stattfinden. Berit und ihre Kameraden haben die Aufgabe, den Ort abzusichern und die Gäste zu kontrollieren. 15 Minuten später rückt das gesamte Kommando der nordafghanischen Armee an, um den obersten deutschen Berater zu verabschieden und den neuen zu begrüßen. On the occasion of the change of command ceremony of the ANA IT from Colonel Hans-Peter Berger to Colonel Peter Utsch, I would like to express my most cordial welcome to all of you. Berit muss wachsam bleiben. Die größte Gefahr, der die Truppe ausgesetzt ist, sind sogenannte Innentäter. Man muss jederzeit mit Angriffen rechnen, mit Sprengstoffanschlägen oder auch mit Angriffen aus der Luft, wo man halt also mit einer Rakete beschossen wird. Für mich ist aber eins ganz wichtig, wir sind darauf vorbereitet und wir haben unsere afghanischen Counterparts darauf vorbereitet, auf Angriffe entsprechend reagieren zu können. Und das ist das Wichtigste. Doch kann man sich hundertprozentig vor Angriffen von Selbstmordattentätern schützen? Eine Woche nach unseren Dreharbeiten kommt es zu einem verheerenden Anschlag. Als Soldaten getarnt, überfallen Taliban das Feldlager der afghanischen Armee in Mazar-i-Sharif, nur wenige Kilometer von hier entfernt. Die blutige Bilanz: über 130 tote Soldaten. Die Konrad-Adenauer-Kaserne in Köln, Sitz des militärischen Abschirmdienstes. Der MAD soll die Bundeswehr im Aus- und Inland vor Extremisten schützen.
Rund 50.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter durchleuchtet der MAD jedes Jahr. In den vergangenen Jahren lag der Fokus besonders auf der Identifizierung von Islamisten, die sich bevorzugt als Soldaten in der Bundeswehr an Kriegswaffen ausbilden ließen. MAD-Präsident Christoph Gramm sieht im Islamismus nach wie vor eine der größten inneren Bedrohungen für die Bundeswehr. Es gibt durchaus gewisse Hinweise, die wir auf Umwegen erfahren haben. Familien mit einem gewissen islamistischen Hintergrund, wo dann plötzlich auffällig war, ich möchte zur Bundeswehr und ich möchte ganz schnell lernen, wie man die größtmögliche Waffenausbildung als Kurzzeitausbilder hinbekommt. Wir hatten solche Hinweise. Dann gibt es natürlich auch, sagen wir mal, gewisse Erfahrungswerte. Wir haben in der Bundeswehr, genau weiß man das nicht, weil niemand verpflichtet ist, seine Religionszugehörigkeit zu offenbaren. Wir haben ungefähr 1500 bis 2000 Muslime in der Armee. Von diesen Zahlen haben wir im Laufe der letzten Jahre immerhin im Laufe von 5 Jahren 20 islamistische Extremisten identifiziert. Wir haben 200 Verdachtsfallbearbeitungen gehabt, das ist jetzt ein Zahlenspiel, aber es ist wichtig, daran deutlich zu machen, dass wir eine Trefferquote in Anführungszeichen von knapp 10% hatten. Das ist nicht wenig. Waffenausgabe bei den Rekruten der Gebirgsjäger im Keller der Mittenwaldkaserne. Die Ausbildung an Kriegswaffen ist nicht nur für Islamisten attraktiv. Auch Rechtsextreme versuchen immer wieder, über die Bundeswehr an Waffen zu gelangen. Aufklärung und politische Bildung in der Truppe sind deshalb unverzichtbar. Es geht um das Thema Extremismus. Hier kommt es mir darauf an, dass sie sich aktiv daran beteiligen. Das Ausbildungsziel ist, dass sie sowohl die Wortbedeutung wie auch die wichtigsten Erscheinungsformen und dann ganz besonders wichtig, unsere Reaktion als Streitkräfte auf alle Formen von Extremismus kennen und diese auch anwenden können. Extremismus, egal in welche Richtung er geht, ist kein Kavaliersdelikt und wird nicht toleriert. Melden Sie das. Das hat dann auch nichts damit zu tun, dass Sie gegen den Paragraph 12 verstoßen und Ihre Kameraden verpetzen oder so. Solche Individuen haben hier nichts verloren. Es ist völlig egal, wie wir aussehen, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, scheißegal. Wir alle liegen irgendwann in der gleichen Stellung, im gleichen Dreck. Wir alle haben irgendwann ein Einsatzszenario, in dem wir uns beweisen müssen. Und da kann ich mich, ich ganz persönlich, nicht auf jemanden verlassen, bei dem ich weiß, der hat irgendeine Art von Einstellung, die gegen mich geht oder gegen einen anderen. Ja? Wenn ich weiß, dass der irgendwas mit Extremismus zu tun hat, dann will ich den nicht neben mir haben, ganz einfach. Ja? Und das geht schon los, wenn jemand mit einem Sieg Heil-Gruß und erhobenem Arm auf die Stube kommt. Wenn das einmal vorkommt, dann kann man davon absehen, den sofort zu entlassen, weil die Disziplinarmaßnahmen, die ich als Chef ergreifen kann, ja auch einen Erziehungscharakter haben. Sollte sowas aber im Laufe der Vernehmung oder im Laufe der weiteren Zeit wieder vorkommen oder der halt unbelehrbar sein, dann wird er halt entlassen. Und das dauert dann nicht lange, das dauert keine 3 Wochen, dann ist er raus. Egal, wie lange er dabei ist. Klare Kante also bei der Identifizierung von Rechtsextremen in der Truppe? Der Fall von Franco A. erzählt eine andere Geschichte. Der Oberleutnant der Bundeswehr hatte sich im Januar 2016 als syrischer Flüchtling registrieren lassen. Als Asylbewerber getarnt, wollte Franco A. offenbar gemeinsam mit Komplizen einen Terroranschlag gegen hochrangige Politiker begehen, um den Verdacht dann auf Asylbewerber zu lenken. Die rechtsextreme Gesinnung von Franco A. war seit Jahren bekannt. Doch die vorgesetzten Offiziere haben alle Warnzeichen ignoriert. Scheinbar ist es aufgefallen, dass dieser Franco A. rechtsextremistisches Gedankengut sogar in eine Masterarbeit geschrieben hat. Das heißt, die Vorgesetzten wussten Bescheid, haben aber nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen, haben sich belabern lassen vom Soldaten, haben sich umstimmen lassen, haben sich vielleicht selbst einfach nur abgesichert, indem sie ein bisschen weiter gemeldet haben, vielleicht nicht alle Informationen dem Wehrdisziplinaranwalt öffentlich gemacht haben. Und letztendlich wurde dann gesagt, naja, zum Schutz der Karriere, damit der Soldat Franco A. auch Berufssoldat werden kann, stellen wir die Sache ein und lassen es auf sich beruhen. Dabei war die Masterarbeit so eindeutig rechtsextrem eingefärbt, dass die Vorgesetzten weitere Untersuchungen hätten einleiten müssen. Hauptthese des Pamphlets: Es gibt einen geheimen Rassenkampf gegen die westliche Welt.
Das Ziel, die Vernichtung der Völker durch Einwanderung. Ursache des heutigen Genozids der Völker in Westeuropa ist die Einwanderung. Es lässt sich nicht bestreiten, dass eine massive Einwanderung zum Untergang der betroffenen Völker führt. Das ist eine mathematische Gewissheit. Der militärische Abschirmdienst, eigentlich zuständig für solche Fälle, bekommt jahrelang nichts mit. Wir haben die Erkenntnisse über Franco A. erst am 28. April oder am 29. April, glaube ich, sogar erhalten. Davor wussten wir nichts von der Masterarbeit. Das ist uns nicht gemeldet worden. Das war sicherlich ein Fehler. Seit dem Fall des Franco A. sind die Meldungen über rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr nach oben geschnellt. Tatsache ist, dass die Zahlen in die Höhe gegangen sind. Und Tatsache ist, da wird sicherlich auch der ein oder andere ernsthafte Fall dabei sein. Ich bin aber auch ganz sicher, dass der ein oder andere Fall dabei sein wird, der bei Lichte betrachtet sich als harmlos entpuppen wird. Auch der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, sieht keine massive Zunahme rechtsextremer Vorfälle, sondern eher ein verändertes Meldeverhalten. Dennoch muss auch er einräumen, dass es bei der Bundeswehr in den letzten Jahren einen klaren Rechtsruck gegeben hat. Es gibt sicher auch Offiziere, die von ihrer Gesinnung her also sozusagen eher am Rand des demokratischen Spektrums stehen. Und am Rand geht es noch, jenseits des Randes geht es nicht. Das ist aber nicht anders als in unserer ganzen Gesellschaft, wo wir in den letzten Jahren eine gewisse Bewegung erlebt haben, auch bei Wahlen eher nach rechts. Das wäre komisch, wenn das die Bundeswehr in gar keiner Weise berührt hätte. Nur sollte man natürlich in der Bundeswehr auch Mechanismen haben, damit noch besser fertig zu werden als in der Gesamtgesellschaft. Denn die Bundeswehr ist ja die Organisation, die dafür angetreten ist, die Freiheit zu verteidigen. Und wer Freiheit und Demokratie verächtlich macht oder bekämpfen will, der kann nicht Soldat in der Bundeswehr sein. Der Fall Franco A. hat eine Debatte über Rechtsextremismus in der Bundeswehr ausgelöst. Hat die Führungsebene am rechten Rand zu lange weggeschaut? Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen verspricht umfassende Aufklärung. Am Bundeswehrstandort Illkirch, wo Franco A. stationiert war, finden die Ermittler alte Kriegswaffen und Bilder von Wehrmachtssoldaten in Heldenposen. Aber die Ermittler finden auch Nazi-Symbole, die den Vorgesetzten offensichtlich nie gemeldet wurden. Alles nur Einzelfälle? Die Verteidigungsministerin sieht ein strukturelles Problem. Wo die Muster eben zeigen, dass die innere Führung versagt hat, müssen wir tiefer graben und wir müssen ganz, ganz offen diese Themen ansprechen. Es kann nicht gehen, dass in diesen Fällen Pfullendorf bis Illkirch schön geredet wird oder man sich geduckt hat. Das müssen wir auf den Tisch legen. Jetzt wird gegraben. Auch an der renommierten Bundeswehr-Universität Neubiberg. Die Leitung musste kürzlich einräumen, dass es rechte Netzwerke gibt. Nach Insider-Informationen ermittelt der MAD gegen drei Offiziersanwärter. Hatten Sie Kontakt zu Franco A.? Sie sind jedenfalls Mitglieder der rechtsextremen identitären Bewegung, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir sind durch den Fall Franco A., was die identitäre Bewegung betrifft, deutlich sensibler geworden. Eindeutig. Weil es da eben Zusammenhänge und Kontakte gab? Weil wir festgestellt haben, dass die Identität, sowas ist ja eine Entwicklung. Ja. Wenn Sie die Berichte des Verfassungsschutzberichtes der letzten Jahre sehen, dann werden Sie feststellen, dass die identitäre Bewegung noch nicht sonderlich lang bei uns auf dem Schirm ist. Es geht ja nicht nur um die MAD, es geht ja um Verfassungsschutzseite insgesamt. Sondern es sind Entwicklungen, die sich auftun. Und wir haben eben festgestellt, dass sich hier auf diesem Feld etwas tut und dass man diese Bewegung doch sehr ernst nehmen muss. Seit Juli hat der MAD nun mehr Kompetenzen. Er darf alle Bundeswehrbewerber einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Extremisten sollen so frühzeitig erkannt und aussortiert werden. Bislang durften nur bereits eingestellte Soldaten überprüft werden. Was kann diese Sicherheitsüberprüfung leisten? Nun, sie kann leisten, dass jedenfalls die Personen,
die Extremisten sind und als solche bereits erkannt sind, nicht quasi versehentlich in die Bundeswehr hineinkommen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn eine Person, die als Extremist beispielsweise im Land Sachsen erkannt ist und im LfV, im Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen, dort verortet ist, und wir wissen das nicht bei der Personalgewinnung, diese Person bewirbt sich bei der Bundeswehr, meinetwegen in Düsseldorf, und wird bei der Bundeswehr eingestellt. Woher sollen wir wissen, dass der bei Sachsen als Extremist gehandelt wird? Und dafür ist dieses Instrumentarium da, hier eine Abfrage starten zu können, damit nicht versehentlich Personen, die an anderer Stelle als Extremisten, und das sind eben nicht nur jetzt Rechte, sondern selbstverständlich auch Islamisten oder Extremisten anderer Couleur, versehentlich in die Bundeswehr hineinkommen. Bei der aktuellen Diskussion um Extremismus in der Bundeswehr wird viel zu wenig nach den Ursachen gefragt. Ein Grund ist, dass viele Soldaten eine Identitätskrise erleben. Sie gehen im Auftrag des Bundestages in gefährliche Auslandseinsätze. Doch zu Hause wird das kaum wahrgenommen. Beispiel Afghanistan. Das sind Soldaten und Kameraden im Auslandseinsatz gestorben. 55 deutsche Soldaten haben ihr Leben gelassen in Afghanistan. Und die deutsche Gesellschaft, in die die Soldaten zurückkommen, leben in einer völlig anderen Welt, haben keine Ahnung, was eigentlich die Bundeswehr noch in Afghanistan macht, wundern sich sogar oft, dass die Bundeswehr überhaupt noch in Afghanistan im Einsatz ist. Und die Soldaten suchen dann ihre Orientierung und ihre Sinnstiftung auch woanders. Die Soldaten, die zurückkommen, orientieren sich dann vielleicht am Traditionalismus, an alten Armeen, die auch sich nicht auf ihren Führer und auf die Politik rückbesinnen konnten. Die haben sich ihren Sinn in sich selbst gesucht, in der Kameradschaft, in der Tapferkeit, in der Ehre, im archaischen Kämpfertum, das einfach nur professionell seinen Dienst ausübt. Und das ist natürlich überhaupt nichts mehr, was mit unserer demokratischen Verfassung und mit dem Grundgesetz zu tun hat. Seit über 14 Jahren ist die Bundeswehr nun in Afghanistan im Einsatz. Die Zeit der Kampfeinsätze ist vorbei. Doch noch immer riskieren junge Soldatinnen und Soldaten hier ihr Leben. Nur für was? Viele Experten sagen ein Scheitern der Mission voraus. Mit militärischen Mitteln allein ist der Konflikt jedenfalls nicht zu lösen. Und dennoch. Bundeswehrsoldatin Berit hält die Mission für richtig. Ich hinterfrage das nicht, warum wir hier sind. Ich sehe schon die Notwendigkeit, dass dem Land geholfen werden musste. Also wir sind ja schon ein bisschen länger hier. Und dass wir jetzt die Stabilisierung machen, gehört für mich dazu. Also ich kann mir gut vorstellen, nochmal in den Einsatz zu gehen. Wenn der Bedarf besteht und ich gefragt werde, ob ich das machen würde, dann auf jeden Fall, ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Berit wird bald wieder in einen Einsatz gehen müssen, denn es mangelt an gutem Nachwuchs. Und die Zahl der Auslandsmissionen wächst. Die Belastungen für die jungen Soldatinnen und Soldaten, sie werden weiter zunehmen.